Und daher ein herzlich zurück mit Bioshock 1. Danke, Mister. Danke. Soll ich dir helfen, mein Kleiner? Den Baum hätte ich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Erden, wie du kriegen kannst. Wenn du wieder mal auf so einen Gatherers Gartenautomat stößt, nimm auf jeden Fall wieder eine oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis für dich dafür nicht zu hoch ist. Was ich so jetzt dran machen? Soll ich dran, oder? Aber das. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tenenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Okay. Was kann ich machen? Als erstes kommt man Gesundheit. Neuladen. Weil ich wollte sie gerade retten, aber ich würde drücken Big Daddy. Hast du nachladen und was ist passiert? Du hast den falschen Start gedrückt. Nein, ich habe auf 4 gedrückt, also nachgelädt, aber was ist passiert? Jo. Oh. Wir machen einen kurzen Cut. Wir sehen uns wieder dort bei der Little Sister. Bis gleich.